Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich um den neuen Osmolator 3 Nano der Firma Tunze. Ja, wir haben ihn schon auf der Interzoo gesehen, ein paar technische Daten davon schon erfahren, aber was er tatsächlich kann, wo die Unterschiede zum normalen Osmolator 3 liegen, wo der Nano im Prinzip interessant wird für euch, das wollen wir hier mal so ein kleines bisschen aufdröseln. Schauen wir uns erstmal kurz an, was alles drin ist. Wir machen jetzt hier kein klassisches Unboxing. Ich habe mir das schon mehrfach angeguckt, das Ganze hier. Wir haben den Schlauch, die entsprechende Halterung für die Scheiben, Netzteil, den Sensor und natürlich die Hi-Jet. So, diese süßen Zubehörteile sind im Prinzip alles, was wir brauchen, damit wir dementsprechend hier vernünftig arbeiten können. Fangen wir mal mit ein paar kleinen technischen Daten an, die wichtig sind für euch. Unterschied zwischen Osmolator 3 und Osmolator 3 Nano zum Beispiel ist der Magnet hier. Der ist ausgelegt für eine Maximaldicke von Scheiben für bis zu 12 mm anstatt 19, wenn mich nicht alles täuscht. Was ihr auch wissen solltet, es gibt eine entsprechende Bedienungsanleitung dazu. Die habe ich mir mal ausgedruckt. Da sind beide Geräte drin aufgeführt, beziehungsweise mehr oder weniger direkt miteinander verglichen. Der eine ist halt der 3154, das ist der Osmolator 3, und der 3151 ist der Osmolator 3 Nano. So, jetzt habt ihr das schon wahrscheinlich gesehen. Wir haben hier hinten zwei Kabel dran. Also wir haben ein anderes Kabel. Das Kabel, was am Osmolator 3 ist, das ist eins, das kann man 10 Jahre lang ins Wasser schmeißen, da passiert nie was dran. Das hier ist nicht ganz so hochwertig, aber immer noch hochwertig genug, dass die Firma Tunze hier, ja, Moment, wo steht's? Da, 5 Jahre Garantie gibt. Also müssen wir uns da keinen Kopf machen. Das ist schon mal definitiv sehr, sehr geil. So, das heißt, wir haben andere Kabel dran, die etwas günstiger sind und wie ihr seht, dann auch etwas anders angeschlossen ist. Einmal hier der entsprechende Stecker für das Netzteil und hier haben wir den entsprechenden Stecker für den Anschluss zur Pumpe. Das ist ein ganz normaler Klinkenstecker und somit kommen wir auch schon zur Pumpe. Da haben wir dann natürlich auch ein anderes Kabel dran und wir haben hier oben ein, ja, ich sag mal, eine günstigere Version des Schlauchanschlusses, den wir eigentlich von unseren Osmoseanlagen her kennen. Ja, da wird ganz normal der Schlauch hier drüber gezogen, drauf gesteckt und dann per Gewinde festgemacht. Ist genauso fest wie die andere Variante. Die andere Variante beim Osmolator 3 geht schneller, das ist richtig. Ja, reinstecken, wohlfühlen, um es mal jetzt mal ganz salopp auszudrücken. Jetzt habe ich das. Hier wird das Ganze halt durch das Gewinde eingepresst und richtig gut festgehalten. Das ist der Unterschied. Die Beckenhalterung kennen wir. 22 mm, da wird der Schlauch einfach ganz normal hier oben eingefädelt und kann ich mir dann dementsprechend oben aufs Becken draufsetzen. Ich habe mir da oben eine andere Variante gebaut, damit das funktioniert. Jeder so wie er mag. Aber das ist im Prinzip schon fast alles. So, wo wurde jetzt dann noch eingespart oder was ist anders? Gucken wir uns denn jetzt mal den Sensor an sich an. Die Schaltspanne des Sensors ist gleich geblieben. Also der schaltet genauso präzise und gut wie der Osmolator 3. Das heißt 0,5 mm kann das sein. Ich blende den richtigen Wert unten drunter. So, was ist jetzt hier an diesem Sensor anders? Der optische Sensor zum Befüllen und rausfinden, passt das mit dem Wasserstand, ist zu wenig, ist zu viel, ist der gleiche geblieben. Die entsprechenden Signale dafür sind auch die gleichen geblieben. Was jetzt hier geändert wurde, ist, dass wir hier keinen Thermosicherheitsschalter mehr haben. Also wenn das Wasser zu schnell zu hoch geht, müsste man jetzt eigentlich gerade nicht sehen hinten bei mir. Der ist nämlich gerade auf grün, das heißt der Wasserstand hinten in meinem Nano-Schacht ist in Ordnung. Da habe ich zum Beispiel die Problematik, die Mindestlaufzeit der Pumpe ist hier der gleiche Fall, das sind 10 Sekunden. Das heißt, er füllt 10 Sekunden, läuft die Pumpe und fördert in der Zeit.
ob da jetzt in diesen 10 Sekunden die entsprechende Menge, sprich von unten bis hier oben, dann ja, ist tatsächlich immer ein kleines bisschen zu viel. Und dann läuft er über den normalen Punkt hinaus und in den Sicherheitssensor rein. So, dann zeigt er mir dann hinten rot an und ich sehe, jo, alles klar, das übliche Spiel. Jetzt sind wir gerade halt im Modus, dass da hinten der Wasserstand exakt da ist, wo er hin soll. Der ist nicht, hat den Sicherheitssensor nicht ausgelöst. Und hier würde das ähnlich laufen. Also sprich, wenn der über den gewissen Punkt hinausgeht, dann würde dieser Sensor hier in der Mitte das auch ganz normal erfassen und sagen, oh, da ist rot. Also wir sind über den normalen Wasserstand und würde rot anzeigen. Was aber im Endeffekt keine Sicherheitsschaltung auslöst. Also funktioniert alles ganz normal, müssen wir uns sowieso keinen Kopf darum machen. Der hört dann auf zu fördern und gut ist. So, was ersetzt denn jetzt im Endeffekt diesen Sicherheitssensor, diesen Thermosicherheitssensor vom Osmolator 3? Hier ist er ja weggelassen und hier wurde das Ganze durch eine Zeitschaltung ersetzt. Und zwar eine Zeit über eine Zeitspanne, wenn er ab Werk geliefert wird, von 77 Sekunden und von 154 Sekunden. So, die Pumpe hier hat eine Leistung auf der gleichen Höhe. Gibt es auch ein entsprechendes Diagramm in der Bedienungsanleitung. Blende ich euch mal kurz mit ein. Von 160 Liter. Diese 160 Liter, wenn ich jetzt hier meinen Osmosetank hier unten habe und hier oben mein entsprechendes Becken, dann haben wir 1,20 Meter, 1,50 Meter, dementsprechend einen Höhenunterschied, den die Pumpe überwinden muss. Wir haben hier bei der Version Nano keinen Boost-Modus. Den gibt es hier nicht. Also eine Leistungsstufe, 160 Liter. Wenn die jetzt 1,20 Meter hochdrücken muss, so wie hier oder knapp 1,50 Meter, dann hat die einen nominalen Leistungsverlust von 160 runter auf 70 Liter die Stunde. Um euch das mal kurz in Zahlen zu zeigen, beziehungsweise ich habe es mir ausgerechnet. Genau, da haben wir es ja, die beiden Varianten. Also, auf gleicher Höhe, 160 Liter Förderleistung, sind das 3,4 Liter innerhalb der 77 Sekunden, ungefähr. Wenn das einen Höhenunterschied überwinden muss, wird es dann dementsprechend leichter, bei dementsprechend weniger. Bei 1,20 Meter, wie Tunse das hier angibt, haben wir 70 Liter, dann wären aus diesen 3,4 Liter, würden dann so knapp 1,5 Liter, ungefähr. Und bei der langen Laufzeit sind es halt auf gleicher Höhe 6,8 Liter und 2,9 Liter. Das ist ungefähr so das Leistungsdiagramm. Wie gesagt, hier haben wir das dann dementsprechend noch da. Ich gucke mal, dass ich das vernünftig ausschneiden kann und euch nochmal mit einblende. Damit müsst ihr im Endeffekt mit rechnen. Also zwischen 1,5 und 3 Liter, je nachdem, wie hoch die fördern muss. Eine maximale Förderhöhe hat diese Pumpe von 3 Meter. Und ja, da musst du dann auch dementsprechend schon einiges tun, beziehungsweise schon schwer verbaut sein, um das tatsächlich schaffen zu müssen. Alles in allem, die HiJet hier ist definitiv eine sehr gute Pumpe. Sie arbeitet bei mir jetzt auch schon sehr lange, seitdem ich den Osmolator A hier drin habe. Der ist ja vorher auch beim Thorsten gelaufen und hat da seinen Dienst gemacht. Also von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ja, und das sind im Prinzip auch schon die Eckdaten, die ihr wissen müsst. Die hat eine Zeitschaltung. Diese Zeitschaltung wird euch übrigens angezeigt, wenn ihr das Gerät dementsprechend einschaltet. Ein langsames Blinken, glaube ich, zeigt die, blende ich mit ein. Also die Blinkfrequenz zeigt euch an, welcher Modus aktiviert ist. Langer Modus oder kurzer Modus. Werkseitig ist natürlich der kurze Modus dementsprechend hier aktiviert. Ja, großartig, wie er aufgebaut wird, wie es funktioniert und. Könnt ihr euch gerne nochmal in dem Video von dem Osmolator 3 anschauen. Da gehen wir im Prinzip nochmal ganz genau auf ein paar Kleinigkeiten ein, wie das Ganze aussieht. Wenn die Pumpe dann sich anschaltet, macht sie im Endeffekt auch einen kurzen Selbsttest, dass sie halt entlüftet, kurz stoßweise halt die Luft aus dem System rauspumpt, damit hier vorne dann direkt vernünftig angesaugt werden kann. Aber das sind alles Kleinigkeiten, auf die ich jetzt hier in diesem Video nicht weiter eingehen möchte, damit es nicht zu lang wird. Was ich euch noch sagen kann, da wird es ein entsprechend anderes Video oder eine Info bei mir im Live zu geben. Es gibt einen entsprechenden Aufsatz, weil wenn ich die Pumpe jetzt, ich sage jetzt mal, so in meinem Wassertank drin habe, dann muss sie ja zumindest bis hier mit Wasser, muss der Tank ja gefüllt sein.
Es gibt ein entsprechendes 3D-Druckset. Das wird hier aufgeschraubt und dann steht diese Pumpe so. Ja, dann wird das Teil hier noch umgesetzt und und. Wie gesagt, gibt es ein entsprechendes, wird es noch ein entsprechendes Video zu geben. Ist definitiv sehr gut. Da kann man nämlich dann das Wasser aus dem entsprechenden Osmosetank auch bis auf knapp 3,5 mm runter nutzen. Ja, hier hat man ja eine gewisse Höhe von ein paar Zentimetern, die dann, wo die Pumpe dann irgendwann sagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Trockenlaufschutz haben wir übrigens auch, also da müssen wir uns auch keinen Kopf drum machen. Aber damit man das Ganze noch effektiver nutzen kann, gibt es dann dementsprechend von der Firma 3DIS ein entsprechendes fertig gedrucktes Teil, das dann an diese Pumpe angeschraubt wird. Hier die Öffnung wird kurz mit was anderem verbunden, kommt hier ein entsprechender Arm drauf und dann kann ich dann hier oben dann ganz normal das Ganze weiterführen. Wie gesagt, das nur mal so als Info nebenbei. Den Link dazu schreibe ich euch noch unten unter das Video und es kommt noch mal eine separate Vorstellung dazu, kurz, knackig, damit ihr seht, wie das im Endeffekt funktioniert. Ja, solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte, unsätzliche Anträge oder ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Lasst bitte ein Däumchen da für den Algorithmus. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.